sagen die Juristen unter uns, die jetzt ihre Sicht der Dinge vortragen werden. Wir werden heute anfangen mit einem Vortrag von KGA. Ich möchte erstmal alle hier begrüßen auf dieser Demonstration. Ich hatte ja auch schon eine nette Einführung und möchte heute zur Freiheit der Meinung etwas sagen. Gemäß Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz hat jeder das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Teil des einheitlichen Grundrechts der Meinungsfreiheit sind die Meinungsbildungsfreiheit, die Meinungsäußerungsfreiheit und die Meinungsverbreitungsfreiheit. Zunächst möchte ich auf die Meinungsbildungsfreiheit eingehen. Die Meinungsbildung ist Voraussetzung der Meinungsäußerungs- und Meinungsverbreitungsfreiheit und Meinungsbildung wiederum ist an Information gebunden. Um einen Sachverhalt richtig einschätzen zu können, bedarf es der Fähigkeit, selbstbestimmt Informationen, Nachrichten zu finden, zu erkennen, zu analysieren, Medien und Quellen einzuordnen, sowie die Informationen auf ihre Relevanz und ihren Wahrheitsgehalt hin bewerten zu können. Meinungsbildungskompetenz basiert auf der Informationskompetenz und erfordert zudem die Fähigkeit des Zuhörens sowie die diskursive Auseinandersetzung mit den Meinungen anderer. Deshalb drängt sich die Frage auf, welches Verständnis der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Herr Wieler, von dem Recht auf Meinungsfreiheit hat, wenn er anlässlich einer Pressekonferenz am 28.07.2020 äußerte, dass die AHA-Regeln nie hinterfragt werden dürfen. Vor allem möchte ich auf die Meinungsäußerungs- und die Meinungsverbreitungsfreiheit zu sprechen kommen. Unter dem Äußern einer Meinung ist die selbstbestimmte Kundgabe einer Meinung an die Außenwelt zu verstehen. Die Äußerung ist Voraussetzung der Verbreitung einer Meinung. Erst die Verbindung einer Äußerung kann die intendierte Wirkung auch erzielen helfen und der besonderen Funktion der Meinungsfreiheit in der Demokratie, die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen zum Durchbruch verhelfen. Kritik am Staat oder am staatlichen Handeln gehört zum Kernbereich der Meinungsfreiheit. In einer Zeit, in der Grundrechte seit rund 2 Jahren eingeschränkt sind, in der gesunden Menschen die soziale Teilhabe versagt wird, weil sie sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, in einer Zeit, in der Menschen aufgrund von Berufsausübungsverboten ihre wirtschaftliche Existenz verloren haben und in der im Gesundheitswesen tätige Personen befürchten müssen, entlassen zu werden, und zwar genau dieselben Personen, denen man noch vor einiger Zeit durch Applaus von Balkonen Respekt gezollt hat, weil sie in schwierigen Zeiten dazu beigetragen haben, dass kranke Menschen versorgt, gepflegt und geheilt werden konnte. Genau in einer solchen Zeit ist Kritik, wie die Philosophin Anne Barb Hartkorn als eine Grundfunktion der denkenden Vernunft bezeichnete, das heißt die prüfende Beurteilung der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-bedingten Infektionsgeschehens geboten, um ein Umdenken in der Politik zu erreichen. Nun zum Thema des Eingriffs in die Meinungsfreiheit. Ein Eingriff in den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz liegt vor, wenn ein durch den Gehalt des Schutzbereichs umfasstes Verhalten durch staatliche Maßnahmen unterbunden, verhindert oder wesentlich erschwert wird. Das möchte ich anhand von Beispielsfällen schildern. Die Meinungsfreiheit wäre tangiert, wenn nachteilige Rechtsfolgen an die Äußerung oder die Verbreitung einer Meinung geknüpft würden, etwa wenn der Äußernde für seine Äußerung bestraft würde. So führte im Mittelalter das Aufkommen neuer wissenschaftlicher Ideen
zu einer harten Konfrontation mit dem kirchlichen Dogma. Der Universalgelehrte Galileo Galilei, der das kopernikanische Weltbild, nämlich dass sich die Erde um die Sonne dreht, verteidigte, musste als rückfälliger Ketzer zweimal sich vor der Inquisition verantworten und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, die später in Hausarrest abgemildert wurde. Noch schlimmer erging es Giordano Bruno. Der ehemalige Dominikanermönch wurde öffentlich verbrannt, weil er unter anderem behauptet hatte, das Universum sei unendlich. Diese Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass die Politiker gut beraten wären, wenn sie sich auch mit solchen wissenschaftlichen Studien auseinandersetzen würden, die keinen Zusammenhang zwischen den Infektionszahlen und der Impfquote festgestellt haben. So eine Harvard-Studie, die am 30.09.2021 im European Journal of Epidemiology veröffentlicht wurde. Berücksichtigenswert erscheint mir auch der Bericht der amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers of Disease Control and Prevention vom 06.08.2021, die Veröffentlichung der englischen Gesundheitsbehörde Public Health England im PHA Technical Briefing 20 vom 06.08.2021 und eine am 10.08.2021 im Preprint im Fachjournal The Lancet veröffentlichte Studie, wonach die Viruslast bei Geimpften ähnlich hoch ist wie bei Ungeimpften. Ein Eingriff in das Grundrecht der Meinungsfreiheit läge aber auch vor, wenn die Verbreitung einer bestimmten Meinung überhaupt unterbunden würde. Auch hier wieder ein Beispiel. Als bekannt wurde, dass Bürgerrechtler der DDR im Vorfeld der friedlichen Revolution gedruckte Flugblätter und Zeitungen in kirchlichen Räumen produzierten, startete die Stasi am 24. November 1987 eine Razzia in den Räumen einer Kirchengemeinde. Mitglieder der aktiven Gruppe wurden verhaftet und die Druckmaschine beschlagnahmt. Ein Eingriff in die Meinungsfreiheit kann aber auch in Form von faktischem staatlichen Handeln erfolgen. Wer beispielsweise damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung behördlich registriert wird und ihm dadurch Nachteile entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung der Versammlungsfreiheit oder anderer Grundrechte verzichten. Eine solche Abschreckungs- oder Einschüchterungswirkung wird als Chilling Effect bezeichnet. Ein Eingriff in den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz liegt aber nur dann vor, wenn die faktische Maßnahme in ihren Auswirkungen einem Eingriff in Form eines Rechtsakts gleichkommt. Auch das möchte ich anhand eines Beispiels erörtern. Da Demonstrationen insbesondere der kollektiven öffentlichen Meinungsäußerung dienen und Versammlungen nach § 15 Versammlungsgesetz von Auflagen abhängig gemacht werden können, besteht die Möglichkeit, dass die Anordnung einer Auflage einen Eingriff in die Versammlungsfreiheit und damit in die eng verbundene Meinungsfreiheit darstellt. So hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe mit Beschluss vom 16.12.21 festgestellt, dass die getroffene Anordnung der Stadt Heidelberg im Rahmen einer angemeldeten Demonstration gegen Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, wonach beim Einsatz von Lautsprechereinrichtungen eine Lautstärke von 70 Dezibel A gemessen in einem Meter von der Geräuschquelle einzuhalten ist, einen Grundrechtseingriff darstellt und nicht rechtsmäßig ist. Anordnung lasse befürchten, dass die geplanten Rede- und Musikbeiträge bei einer Verstärkung mit der grundsätzlich erlaubten Lautstärke noch nicht einmal für die Versammlungsteilnehmer zuverlässig verständlich sind. Dies sei jedoch ein berechtigtes Kernanliegen des Versammlungsleiters, da es für einen funktionierenden Ablauf und die Zweckerreichung einer Versammlung existenziell ist, dass zumindest die Versammlungsteilnehmer erreicht würden. Liegt
liegt ein Eingriff in den Schutzbereich des Artikel 5, aber auch dann vor, wenn dieser nicht durch staatliche Maßnahmen, sondern durch Dritte erfolgt. Grundsätzlich gilt, dass Grundrechte Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat sind. Grundrechte verpflichten Private unmittelbar untereinander grundsätzlich nicht. Wie verhält es sich aber, wenn Netzwerkbetreiber zum Beispiel einzelne Videos löschen oder gar das gesamte Nutzerkonto? Skandal! Soziale Netzwerke schaffen im digitalen Raum öffentliche Kommunikationsforen. Mit der Zugangskontrolle und der vertraglichen Ausgestaltung ihrer Leistung entscheiden sie in erheblichem Maße über die soziale Teilhabe des Vertragspartners und dessen Teilhabe an der gesellschaftlichen und politischen Kommunikation. In der Rechtsprechung besteht Einigkeit, dass Netzwerkbetreiber rechtswidrige Inhalte löschen dürfen und müssen. Aber dürfen sie auch nicht rechtswidrige Inhalte, die ihnen missfallen oder ihrer politischen Überzeugung zuwiderlaufen, löschen? In der Rechtswissenschaft anerkannt ist, dass Grundrechte auch auf die privatrechtlichen Rechtsbeziehungen Ausstrahlungswirkung entfalten. Man spricht von Drittwirkung der Grundrechte. In diesem Zusammenhang ist anerkannt, dass große soziale Netzwerke ihre strukturelle Überlegenheit nicht ausnutzen dürfen. Sie werden in ihrer Gestaltungsmacht durch die gesteigerte Grundrechtsbindung beschränkt, insbesondere durch die Meinungsfreiheit und das Gleichbehandlungsgebot. Netzwerkbetreiber dürfen ihre Eigeninteressen nicht uneingeschränkt durchsetzen, sondern müssen die Interessen der einzelnen Nutzer auf freie Meinungsäußerung sowie die Interessen der Allgemeinheit an einer Meinungsförderung von gegenseitigem Respekt geprägten Diskussionskultur berücksichtigen. Ohne das Institut der mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten bestünde die Gefahr, dass Netzwerkbetreiber unkontrolliert Einfluss nehmen könnten auf die öffentliche Meinung, also auf die in der Gesellschaft vorherrschende Meinung. Da die meisten Menschen Isolation fürchten, beobachten sie aufmerksam ihre Umwelt und registrieren aus dem Verhalten ihrer Mitmenschen, welche Meinungen oder Verhaltensweisen auf Zustimmung stoßen oder zumindest geduldet werden. Wer feststellt, dass er mit seiner Meinung auf Ablehnung stößt, wird sich im öffentlichen Äußerungen zurückhalten. Wer sich dagegen bestätigt fühlt, wird sich frei und ohne Furcht äußern. Die öffentliche Meinung ist damit auch ein Instrument der sozialen Kontrolle, die auf den Einzelnen Druck ausübt, sich ihr anzupassen. Ein Vorgang, der sich gerade in Corona-Zeiten beobachten lässt. Dem Kontroll- und Konformitätsdruck sollten die Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen nicht nachgeben, auch wenn sie von Politikern zu Unrecht herabgewürdigt werden. Denn respektvoll geäußerte Kritik, um es mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts zu sagen, gehört zu den vornehmsten Menschenrechten überhaupt.